Danke. Ich habe immer das Glück gehabt vorher, dass jemand vor mir war, der genauso groß war. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich es hochmache. Sehr gut. Liebe Freundinnen und Freunde, vor circa einem Jahr begannen die weltweiten Proteste zu Fridays for Future. Ich weiß noch, wie ich im Januar in Mainz auf meiner ersten Fridays for Future Demo war. Ich habe gemeinsam mit Fabian und Maya überlegt, wie viel Sinn macht es überhaupt dazu aufzurufen. Wir kannten das ja schon von früher. Wenn es um Streiks geht, sind Schülerinnen und Schüler eher vorsichtig. Am Ende gehen ja doch immer nur die paar Gleichen hin, haben wir gedacht. Den Rest interessiert es ja doch nicht. Gut, rufen wir mal auf und gehen hin, mal gucken, was so passiert. Wie sehr man sich irren kann und wie sehr ich mich in diesem Moment geirrt habe, ist für mich heute immer noch unfassbar. Was war das für eine Wucht? Tausende junge Menschen standen da auf einmal bei Minusgraden und brachten ihr Anliegen, unser Anliegen, auf die Generation, die sich nicht unterkriegen lässt. Eine politisch engagierte Generation, wie es sie wahrscheinlich lange nicht gegeben hat. Das merken wir auch in der grünen Jugend. Wir haben uns Fridays for Future angeschlossen. Wir waren im ganzen Land auf vielen Streiks. Und auf einmal sind wir statt 12, 17 Kreisverbände und statt 300 Mitgliedern steuern wir jetzt zielstrebig auf die 700 zu. Die Politik darf nicht die Augen und Ohren verschließen vor einer so engagierten jüngeren Generation. Lasst uns im Wahlprogramm die Anliegen von Fridays for Future aufnehmen, zum Beispiel ein 365-Euro-Ticket. Lasst es uns nicht wie die SPD machen, auf den Demos mitlaufen und dann ein jämmerliches Klimapaket mit Kohleausstieg 2038 und Erhöhung der Pendlerpauschale beschließen. Damit verliert man die Jugend. Das schürt nur Politikverdrossenheit. Lasst es uns anders machen. Nehmen wir die Anliegen dieser Generation auf und dann ab 2021 als stärkere Grüne setzen wir sie um. Setzen wir sie um, um endlich Klimaschutz weiterzuführen, ungebremst von einer FDP, die am liebsten keine Windräder mehr haben will und ungebremst von einer SPD, die offensichtlich keine Lust hat, jungen Menschen richtig zuzuhören. Damit wir in Rheinland-Pfalz unseren Beitrag leisten können zum Klimaschutz, um dieser Generation und den folgenden Generationen eine Zukunft zu geben. Ich glaube, mit Anne haben wir tolle Chancen, 2021 ein besseres Ergebnis zu holen als vor 5 Jahren. Wir werden eine kluge, warmherzige, charismatische und nach deiner Rede habe ich auch gemerkt, eine kämpferische Spitzenkandidatin bekommen. Und auf den Wahlkampf mit dir, Anne, freue ich mich und freut sich die grüne Jugend sehr. Aber ein gutes Ergebnis ist noch nicht sicher. Nur weil die Umfragen gut sind, heißt es nicht, dass wir auch ein gutes Ergebnis holen. Wer weiß das besser als wir? Dass unsere Umfragen Wochen vor der Wahl besser sind als unser Ergebnis am Wahlabend, kommt aber, glaube ich, auch nicht von ungefähr. Und das muss auch nicht so sein. Wir können besser sein als 2016. Und nur zu sagen, dass wir zwischen Malu Dreyer und Julia Klöckner untergegangen seien, ist mir zu einfach. Wir können besser sein. Dafür müssen wir aber nach außen geschlossen auftreten und unseren inhaltlichen Kurs beibehalten. 4 Wochen vor der Wahl alles über den Haufen zu werfen, nur weil die Umfragen nicht so sind, wie wir uns das wünschen, wird von den Wählern sicher nicht belohnt. Wir müssen professionell arbeiten und brauchen eine moderne, herausstechende Kampagne. Wir dürfen nicht Wahlkampf machen, wie wir das vor 5, 10 oder 15 Jahren gemacht haben. Lasst uns vorangehen mit Innovation, nicht nur im Programm, sondern auch im Wahlkampf. Nur so können wir den großen Parteien Paroli bieten. Wir müssen unsere Wähler mobilisieren und dürfen uns nicht verbiegen, nicht das Fähnchen im Winde sein. Lasst uns gemeinsam einen so guten Wahlkampf führen, wie die rheinland-pfälzischen Grünen ihn noch nie geführt haben. Mit so vielen Leuten wie noch nie bei der grünen Jugend und den Grünen. Mit so guten Ideen wie noch nie, mit so viel Leidenschaft wie noch nie und mit so viel Rückhalt von einer jungen Generation, die auf uns hofft. Die Chancen und das Potenzial sind da. Lasst uns das gemeinsam nutzen. Vielen Dank.